Heute berichte ich euch über meine Erfahrungen mit dem Wagner Farbsprühsystem W590 Flex hier. Viel Spaß! Bei meinen Online-Recherchen zur Vorbereitung auf die Renovierung unseres Hausflurs bin ich auf das Wagner Farbsprühsystem W590 Flexio gestoßen. Mit der Bezeichnung Flexio ist gemeint, dass ich im Lieferumfang sowohl einen Sprühaufsatz für Dispersions- und Latexfarbe als auch für Lacke und Lasuren befindet. Ich habe dieses System extra für das Aufsprühen von Farbe auf die vorhandene Holzvertäfelung im Flur gekauft. Außerdem habe ich mich aufgrund der guten Bewertungen für Pep-Up-Renovierungsfarbe für Holzvertäfelung entschieden. Ob diese für ein Farbsprühsystem geeignet ist, konnte ich im Vorfeld leider nicht in Erfahrung bringen. Und so habe ich die Kombination dann auf gut Glück gekauft und wurde nicht enttäuscht. Das Farbsprühsystem von Wagner und die Pep-Up-Renovierungsfarbe haben sich als gutes Team erwiesen. Da ich vorher überhaupt keine Erfahrungen mit Farbsprühsystemen und auch generell wenig Erfahrungen mit dem Versprühen von Farbe hatte, war mir zu Beginn der Arbeiten auch etwas mulmig zumute. Wer riskiert schon gern, alle Farbe wieder mühselig abschleifen zu müssen, wenn der Versuch fehlschlägt? Als Einstellung an dem Gerät habe ich für Material und Luftmenge die 6 gewählt, da die Farbe schon recht dickflüssig ist. Bei dem ersten Test war das Sprühergebnis dann mit diesen Einstellungen auch so weit in Ordnung, dass ich den ersten Gang riskiert habe. Die Spannung stieg und dann ging es los. Die erste Farbe trifft auf das Holz und dann gibt es auch kein Zurück mehr. So, jetzt testen wir das Ding mal. Ich hatte gelesen, dass eine gleichmäßige Bewegung im Kreuzgang mit möglichst exaktem gleichmäßigem Abstand zur Oberfläche sehr wichtig ist. Tja, dann drückt man den Knopf und muss alles gleichzeitig machen. Bei dem Wagner Sprühsystem 590 kann man über eine 90-Grad-Drehung von waagerecht auf senkrechten Sprühstrahl umstellen. Beim ersten Sprühgang gab es aber für mich zu viel zu beachten, dass ich nicht noch daran denken konnte. Dies habe ich aber dann später nachgeholt. Das erste Ergebnis war recht gut. Ganz wichtig, trotz aller Versprechen der Hersteller, dass nur ein geringer Sprühnebel an dem Gerät entsteht, ist es, alle angrenzenden Flächen mit Folie abzukleben. Ich habe dazu Tesa Easy Cover Malerkrepp mit Abdeckfolie verwendet. Allerdings habe ich nicht berücksichtigt, dass das Sprühsystem doch ziemlich Luftverwirbelung erzeugt. Darauf die Abdeckfolie auch unten festzukleben, bin ich erst später gekommen. Mein Resümee ist durchaus positiv. Zum einen das Wagnis einzugehen, zwei nicht miteinander getestete Produkte wie das Wagner Sprühsystem mit der Pep-Up-Renovierungsfarbe zu verwenden, hat sich als sehr sinnvoll erwiesen. Die Farbe deckt wirklich perfekt und haftet nicht nur auf Holz, sondern auch auf Haut und Fliesen, wenn man nicht entsprechend vorgesorgt hat. Das Sprühsystem erfordert anfangs Erfahrung, die sich aber nur in der Praxis sammeln lässt. Es gibt eben nur eine Möglichkeit, einen Fallschirmsprung zu üben. Man muss das Flugzeug während des Fluges verlassen. Ich kann sowohl das Sprühsystem als auch die Pep-Up-Farbe nur empfehlen. Wenn dir das Video gefallen hat und du meinen Kanal unterstützen willst, dann nutze die Links in der Beschreibung für deine Recherchen oder deinen Einkauf auf Amazon. Natürlich würde ich mich auch über ein Abonnement und einen Daumen hoch freuen. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder etwas unklar sein sollte.